Für eine Nuss ist sie super groß. Viele sagen, sie ist super gesund. Und aus ihr wird super viel gemacht. Aus der Kokosnuss. Zum Beispiel Kokosnussöl, Creme und Milch. Es gibt Kokosnussmehl, Kokosnussmus und natürlich Chips. Nicht zu vergessen Kokosraspeln, Zucker und Kokoswasser. Die Kokosnuss ist gar keine Nuss, sondern eine einsamige Steinfrucht. Ich weiß. Für super gesund halten diese Steinfrucht aber nicht alle. Kokosöl ist das reine Gift. Das ist Professor Karin Michels, eine renommierte Ernährungswissenschaftlerin an der Uniklinik Freiburg. Andere Leute, die sich auch ganz gut mit gesunder Ernährung auskennen, können dem steinharten Früchtchen aber durchaus was abgewinnen. Ernährungsberaterin Dr. Heike Niemeyer zum Beispiel. Kokosnussfleisch besticht durch einen wahnsinnig hohen Anteil an Ballaststoffen. Und das Kokosöl kann sehr hoch erhitzt werden, ohne dass die gefährlichen Transfettsäuren entstehen. Außerdem soll Kokosöl Viren und Bakterien bekämpfen können. Kokosmehl hat kaum Kohlenhydrate. Und Kokoswasser soll ein super Mineralstoffspender sein. Also was denn nun? Pures Gift oder Superfood? Wie gesund ist die Kokosnuss wirklich? Wir finden es raus. Eigentlich sollen heute auf die Speisekarte ein Kokosnuss-Kichererbsen-Curry mit buntem Gemüse und ein Kokosnuss-Tiramisu mit Kirschen. Aber bevor Visitekoch Thomas und ich mit dem Curry loslegen, wollen wir erst einmal klären, was für und was gegen das Kokosöl spricht. Kokosöl ist auf mehr als 240 Grad erhitzbar und raucht dabei nicht. Wir können es zum Braten und zum Frittieren sogar benutzen. Aber die Professorin aus Freiburg meinte doch, Kokosöl ist das reine Gift. Denn Kokosöl besteht zu 90% aus gesättigten Fettsäuren. Die werden für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, schlechte Cholesterinwerte und Übergewicht verantwortlich gemacht. Für ungesund hält Ernährungsberaterin Dr. Heike Niemeyer Kokosöl trotzdem nicht. Insbesondere von den gesättigten Fettsäuren im Kokosöl ist die Laurinsäure so toll, weil sie von der Länge der Fettsäurenkette mittelkettig ist. Das heißt, wir können sie leicht verdauen, ohne Gallensäure sogar. Das andere ist, sie regt die Leber an zur Ketogenese, also Glukoseersatzstoffe. Außerdem soll Kokosöl äußerlich angewendet bei Hauterkrankungen helfen. Wie es damit aussieht, weiß Hautarzt Dr. Sebastian Kahl. Es gibt wissenschaftliche Hinweise dafür, dass Kokosöl präventiv, also vorsorglich, bei Neurodermitis helfen könnte. Auch bei leichten Formen der Schuppenflechte wäre es zu überlegen, mit Kokosnussöl zu behandeln. Und damit zurück in die Küche. Hier gilt, ab und an in Maßen ist Kokosöl absolut okay. Und wir können endlich mit dem Curry starten. Für das schwitzen wir Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch in der Pfanne an. Dann kommen Zucchini-Würfel dazu. Sind die fast gar, wird mit Weißwein abgelöscht. Apfelsaft geht natürlich auch. Ist der Wein verkocht, kommen über Nacht eingeweichte Kichererbsen dazu. Kichererbsen aus der Dose funktionieren genauso gut, nur einmal abspülen ist wichtig. Sind die Kichererbsen fast gar, ist die Kokosmilch dran. Was unterscheidet die eigentlich von Kokoscreme? Geschützt sind beide Begriffe nicht, sie werden aber gleich hergestellt. Fruchtfleisch wird mit Wasser gemischt und danach ausgepresst. Bei der Kokoscreme ist nachher einfach weniger Flüssigkeit in der Creme drin und der Fettanteil höher. Und bei der Milch ist viel mehr Wasser drin und weniger Fett. Wer sein Curry also flüssiger möchte, nimmt Kokosmilch. Wer es sämiger mag, greift zur Creme. In die Pfanne kommen jetzt noch eingeweichter Buchweizen, vorgegarte grüne Bohnen, frische Kräuter und ein paar Tomatenwürfel. Fertig, Thomas kann anrichten. Vollkornreis mit Kokoscurry. Wie schmeckt's? Erstmal probieren. Der Fokus lag auf Kokos. Hier auf jeden Fall, schmeckt man auch raus. Sollte vielleicht nicht mehr sein. Also, schmeckt gut. Tatsächlich finde ich, dass das Kokos super rauskommt. Das schmeckt sehr intensiv raus, finde ich richtig gut. Und gleich gibt's noch mehr Kokos. Denn fürs Tiramisu geht's mit Kokoszucker, Kokoswasser und Kokosmus weiter.
Kokosmus, ist das sowas wie Mandelmus? Könnte ich mir das auch aufs Brot schmieren? Kokosmus könntest du dir aufs Brot schmieren, ist aber wirklich sehr intensiv und würde vieles übertünchen. Im Kokosmus ist einmal Kokosfleisch mit drin, Wasser und das Öl, also alles zusammen und das dann püriert. Und das ist eine echte Kalorienbombe. Aber im Kokosmus steckt auch viel Gesundes. Zum Beispiel Ballaststoffe und Vitamine. Damit sich der Quark und das Mus besser glatt rühren lassen, geben wir noch etwas Kokoswasser dazu. Das enthält viele Vitamine. Allerdings führt die Bezeichnung Wasser etwas in die Irre. Kokoswasser ist der Saft der Kokosnuss und hat nichts wirklich mit Wasser zu tun, denn das Kokoswasser enthält tatsächlich Kalorien. Was es aber hat, das Kokoswasser, ist Kalium und Natrium und das können wir gut gebrauchen, wenn wir sportlich unterwegs sind. Und wie sieht es mit dem Kokosblütenzucker aus? Auch der enthält Mineralstoffe. Ist er darum vielleicht gesünder als Haushaltszucker? Gesünder als weißer Zucker ist der Kokosblütenzucker nicht, obwohl er die Mineralstoffe enthält, weil von den Kalorien her ist er so wie ein echter Zucker. Das Besondere, er schmeckt ein bisschen nach Karamell. Und jetzt geht's ans Schichten. Zuerst kommt der Kokosquark in die Gläschen. Dann Dinkellöffel-Biskuit, getränkt mit Espresso. Jetzt frische Kirschen und nochmal Kokosquark. Den Abschluss bilden Kakaopulver und Kokosraspeln. Wie schmeckt's? Also mir schmeckt's wirklich gut und ich finde, es ist nicht übertrieben viel Kokos. Also ich finde es träge. Der Kokos ist unterschwellig vorhanden, was sehr gut ist. Schmeckt super, schmeckt lecker. Was es heute nicht auf die Speisekarte geschafft hat, ist das Kokosmehl. Aber auch zudem haben wir ein paar Tipps. Kokosmehl sticht besonders hervor, weil es glutenfrei ist, weil es sehr viel Ballaststoffe enthält und für die Low-Carb-Küche zu empfehlen ist. Aber Achtung, es hat kein Klebereiweiß. Zum Kuchenbacken kann zum Beispiel normales Mehl nicht 100% ersetzt werden durch Kokosmehl, sondern nur in Teilen. Unser Fazit, die Kokosnuss ist ein Superfood, weil man so viele Sachen mit ihr machen kann. Mit ihren Ballast- und Mineralstoffen kann sie punkten. Beim Fett steht's 50-50. Für die Kalorien gibt's Punktabzug. Aber richtig ungesund wird die Kokosnuss nur, wenn sie einem auf den Kopf fällt.